In gut einer Stunde muss sich gleich der bekannte Salafistenprediger Sven Lau vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Der Vorwurf der Bundesstaatsanwaltschaft lautet Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Außerdem soll er Salafisten für den Dschihad nach Syrien vermittelt haben. Ja, und dann ist da auch noch die Sache mit der sogenannten Scharia-Polizei in Wuppertal. Bevor der Prozess gleich losgeht, da fassen wir für Sie das Wichtigste noch einmal zusammen. Die letzten öffentlichen Bilder eines öffentlichen Salafisten, Sven Lau, bei der Festnahme vor 9 Monaten in Mönchengladbach. Seitdem sitzt der 35-Jährige in Untersuchungshaft. Heute wird der Terrorprozess gegen ihn im Düsseldorfer Hochsicherheitstrakt eröffnet. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft: Dem Angeklagten wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in 4 Fällen zur Last gelegt. Er soll im Jahre 2013 von Deutschland aus als verlängerter Arm einer dem sogenannten Islamischen Staat zuzurechnenden Gruppierung agiert haben. Er soll dieser Gruppierung in 2 Fällen einen Kämpfer vermittelt haben. Einer dieser beiden Kämpfer ist Ismail I., der mittlerweile vom Stuttgarter Landgericht zu 4,5 Jahren verurteilt wurde, wegen Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Gemeint ist der Islamische Staat. Ismail I. gilt als Kronzeuge gegen Lau. Ihn soll Lau in den Krieg nach Syrien geschleust haben. Ihm soll der Salafist aus NRW auch persönlich Geld ins Kriegsgebiet gebracht haben, 250 Euro. Doch für Laus Anwalt ist der Zeuge nicht glaubwürdig. Der Kronzeuge hat seine Version der Geschichte schon 37 Mal anders erzählt. Jetzt haben wir die 38. Version und dann darf man vielleicht auch auf Seiten des Generalbundesanwalts oder sollte man jedenfalls dann schon misstrauisch werden, wenn er diese Geschichte zum 38. Mal anders erzählt. Am Ende des Tages kann es hier nur einen Freispruch geben. Muss man uns wie Hunde behandeln? Sven Lau hier bei einem seiner früheren Auftritte soll den islamistischen Kampftruppen auch Nachtsichtgeräte beschafft haben. Er bestreitet das. Tatsache ist, er hielt sich öfter in Syrien auf, angeblich nur zu humanitären Zwecken. Doch ein undatiertes Foto zeigt ihn auch mit einem Sturmgewehr. Terrorpate oder nur radikaler Prediger? Der Verfassungsschutz hält Salafisten wie ihn für gefährlich. Sven Lau ist einer von 10 radikalen Predigern, die Verantwortung dafür tragen, dass viele junge Menschen in den Salafismus reinrutschen. Sven Lau erklärt nach außen, alles sei gewaltfrei. Das ist aber nicht so. Wir wissen aus Internetauftritten, aus Predigten, dass er sehr wohl Juden und Schiiten beispielsweise als Feinde darstellt, dass er von dem Märtyrertod redet und ihn glorifiziert. Er verführt Jugendliche in den Salafismus. Er hat enge Kontakte zu salafistischen Netzwerken. Sven Lau, gebürtiger Mönchengladbacher, empfing vor 6 Jahren einen ZDF-Reporter bei sich zu Hause. Er ist verheiratet, hat 5 Kinder. Seine Frau zeigte sich gegenüber anderen Männern nur voll verschleiert. Lau war Feuerwehrmann, trat dann zum Islam über. Sein Versuch, mit einem Verein in Mönchengladbach eine Islamschule zu gründen, scheiterte am Widerstand von Anwohnern. Bundesweit bekannt wurde er vor 2 Jahren, als er mit seiner Scharia-Polizei in Wuppertal nachts versuchte, Jugendliche in Spielsalons und Kneipen anzusprechen und auf den aus seiner Sicht tugendhaften Weg zurückzuführen. Lass besser die Finger vom Glücksspiel oder lass die Finger von Drogen oder lass die Finger vom falschen Weg kommen in die Moschee. Ey, das wäre doch das Schönste, wenn jemand mit dem Knöllchen kommt, weil man nicht angeschnallt war oder sagt auch nicht, ja, warum habt ihr uns kontrolliert? Die akzeptieren das. Nun also der Prozess in Düsseldorf. 30 Verhandlungstage sind anberaumt. Im Januar soll das Urteil fallen.